Hey, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Womit kann ich dienen? Könntest du mir bitte Magietafeln aus diesem Elfenbein anfertigen? Hä? Ich habe dich gar nicht um Elfenbein gebeten. Ich hatte Gress um Elfenbein gebeten, aber er hat mir nie welches besorgt. Sicher doch, gib mir etwas Zeit und du bekommst deine Tafeln. Opa, gib mir mal ein bisschen zur Hand. Zwei Stunden später. Ja, da sind die 5 Minuten wohl um, hä? Danke für deine Geduld. Ja, bitte, fertig. Danke. Lass uns zurückgehen. Einverstanden. Ach, Sus wird zu viel zu reden. Mein Vogel möchte gekrault werden. Ja. So, ich habe eure Dinger, ne? Hier, das sollte euer Problem beheben. Wow. Was ist das? Einmal Jongbrett? Damit wird es uns bestimmt nie mehr langweilig. Vielen Dank. Es ist schön, wenn man helfen kann und andere sich dann darüber freuen. Mein Jong ist fantastisch. Was genau war das nochmal? Ach, mach dir keine Sorgen, das musst du nicht wissen. Mach schön. Ja, Mission erfüllt, bla bla bla. Ja, Leuten helfen, wie bist du denn darauf gekommen? Hallo Emma! Hey, darf ich dich etwas fragen? Bitte? Kennst du jemanden, der in Schwierigkeiten ist? Nö, ich denke nicht. Na dann? Dann entschuldige die Störung, danke. Macht ja nichts, bis dahin. Ach, Emma, da versucht sie mal Leuten zu helfen und hat niemand was für sie. Oh, hallo Miss Amber. Hey! Hey, darf ich dich etwas fragen? Aber sicher doch. Kennst du jemanden, der in Schwierigkeiten ist und Hilfe gebrauchen kann? Nun, ich habe da ja was gehört. Der Winter in Friedsgil ist diesmal härter als sonst. Die Leute dort haben nicht genug Feuerholz. Soll ich jetzt Feuerholz hacken gehen oder was? Sie suchen verzweifelt jemanden, der ihnen Holz besorgen kann. Gut, ich werde etwas dagegen unternehmen. Ich wusste, auf dich ist Verlass, Miss Amber. Überlass die Sache nur mir. Also, Susu, gehen wir. Wo willst du denn Feuerholz herbekommen? Holst du den in mir Wald ab? Diesen Trentwald, oder wie auch immer der heißt, da wo ich mich verlaufen habe, hinter dem Elfendorf, ne? Den könntest du gerne abholzen. Ich habe ja auch immer im LP davon geredet, dass man, ich am liebsten in diesem Wald niederbrennen würde, da ich mich immer so verlaufe. Ich friere. Halte durch. Wenn das ja auch dem Frieden der Welt dient, ist es ein prima Training. Irgendwie habe ich das schon mal gehört, als wir in der Wüste waren. Da hattest du auch gesagt, dass die Hitze mir nichts ausmachen soll, aber sie hat mir was ausgemacht und jetzt macht mir die Kälte etwas aus, Susu. Eigentlich bin ich nicht besonders an einem Training interessiert, oder? Ein Ninja jammert niemals über kaltes Wetter wie dieses. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Als hätte ich das schon mal gehört. Hey, Susu. Ja? Willst du ehrlich sagen, dass es dir nicht kalt ist? Das macht mir gar nichts aus. Und warum zitterst du dann so, Ich zittere doch gar nicht. Ja, nee, das dürfen keine Gefühle zeigen, bla bla bla. Beeilen wir uns. Dem stimme ich zu. Bevor du uns noch festfrierst. Oh, Amber, ich friere fest. Lass uns ein bisschen
lass uns ein bisschen unterhalten. Ein anderes Mal vielleicht, das ist zu kalt. Oh, komm schon. Nein, geht nicht, tut mir leid. Hier, red mit dem Hasen. Soll ich denn Feuerholz herbekommen? Ich kann die Stadt hier anzünden. Mein Feuerholz geht zur Neige. Hallo, Bürgermeister Leonis. Ja, hallo, Amber, wie geht es dir? Was? Wieso bist du hier, Bürgermeister Leonis? Ich dachte, du wärst in Venezia. Willst du damit etwas sagen, dass hier ist nicht Venezia? Nein. Wir sind hier in Friedskiel. Ach, verdammt. Ich dachte, es hier wäre Venezia. Und ich hätte mich schon gewundert, warum das hier so eingeschneit ist. Ich kann mich nicht an Schnee erinnern. In Venezia. Ist Schnee nicht wunderschön? Ja, du hast recht, Mädchen. Es ist nicht wunderschön. So kalt. So kalt. Kalt. Hilfe. Ich würde gerne etwas nach draußen. Aber es ist so verdammt kalt. Tja, Amber könnte ja hier alles anfackeln. Was soll ich denn hier bitte machen? Könnt ihr mir das mal verraten? Ich habe noch niemals so gefroren wie heute. Die Zeit ist fast ab. Was? Schon wieder? Was? Schon? Oh, ob das so in Ordnung ist? Nein. Oh, komm. Ich konnte nur einen noch helfen, oder? Zwei. Ich selber. Spaß haben, ja. Einer weniger als letztes Mal. So, wie viele haben wir? Leute. Bitte? Tut mir leid, aber ich habe dich nicht verstanden. Sie sagte zwei. Oh je. Oh nein, heißt das, dass mich ein schreckliches Schicksal erwartet? Ja, und das sehr bald. Oh nein! Was passiert diesmal mit Amber? Explodiert sie? Ja? 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 Ich warte. Hey, nichts passiert. Was? Das ist seltsam. Hey, bist du ein Schwindler? Nein, das ist unmöglich. Nun, dafür habe ich mir solche Sorgen gemacht? Ich verstehe irgendwie nicht. Hä? Was zur Hölle? Auch wenn ich den Trank wirklich zu schätzen weiß. Weißt du, ich werde versuchen, ihn allein durch meine Fähigkeiten zu gewinnen. Du kannst den Trank wieder haben. Man sieht sich. Wow. Die Flasche ist so groß wie Amber. So, und wem geben wir das jetzt? Amber? Das war ein Witz. Sollen wir dann gehen? In Ordnung. Bis später, betrügerischer Wahrsager. Das kann nicht wahr sein. Was war das? Aha. Geht es dir gut, Susu? Stimmt irgendetwas nicht? Oh oh. Jetzt sag mir nicht, sie wurde mit dem Liebestrank begossen und hat sich deswegen in Amber verliebt. Oh oh. Aha. Also Amber, ich habe bei dir immer dieses Gefühl gehabt. Boah, beruhig dich, Susu. Amber. Ich kann dazu im Moment nichts sagen. Ich lasse dich nicht gehen.
Puh, meine Vorhersage wird doch richtig. Wie ist das so einfach wegschleift? Mit Fritzke, Feuerholz. Ich habe Wissen und nicht mit allen geredet. Langsam glaube ich, egal was man tut, Ember bekommt immer das schlimme Schicksal. Ja. Weil wie soll man in 5 Minuten diesen ganzen Leuten helfen? Die bedrückende Musik hört sich im Speed voll noch bedrückender an. Hallo Susu, bist du da? Nein, ich bin nicht da. Ich stehe hier nur rum. Ich bin eine Statue von Susu. Ah, schön. Ja, Leuten helfen, bla bla bla. Blub. So, hast du das? Hallo. Schwierigkeiten? Nein, eigentlich nicht. Hier gibt es nämlich nicht mehr viele Monster. Oh, das ist zu schade. Ich hatte so gehofft, dass die Monster hier auftauchen würden und die ganze Stadt niedertrampeln, sodass ich mit Extension alle verätzen kann oder so ähnlich. Wie meinst du das? So geht es uns doch besser, oder etwa nicht? Ja, stimmt. Okay, dann warst du das. Ja, Miss Amber, hey, bla bla bla. Kitzkiel, Feuerholz. Wie soll ich das in 5 Minuten schaffen? Also wirklich? Gengi Susu. Ich meine natürlich Gengi Susu. Ja, kalt, ich friere, bla bla bla. Meine Füße sind auch kalt. Und mein Vogel guckt ganz interessiert auf den Bildschirm. Ja, da läuft Text vorbei. Ja, beeilen wir uns besser. So. Frage ist, mit wem habe ich noch nicht geredet? Dieses Jahr ist es wirklich kalt. Vielleicht sollte ich meine Sachen packen und nach Olivio ziehen. Da ist es ziemlich heiß. At the moment. Warum ist es nur so kalt? Weil es immer kalt ist. Gehört der Kälte zu Widerstehen eigentlich auch zum Training? Ja. Der Schneemann. Mist. Da geht's raus. Was soll ich denn gegen die Kälte machen? Es ist zu kalt, um draußen zu spielen. Was draußen... Was? Draußen war ein Mädchen? Ach, ich hasse kaltes Wetter. Ich habe noch niemals so gefroren wie heute. Nach so vielen kalten Tagen geht mir mein Feuerholz zur Neige. Bitte, Amber, würdest du mir bitte etwas Feuerholz besorgen? Vielen Dank, ich weiß deine Hilfe wirklich zu schätzen. Mein Feuerholz stammt von toten Bäumen und Ästen aus dem Wald von...
Wie war es noch, diesen Treantwald niederbrennen? Oh nee, jetzt laufe ich mich da bestimmt. Es sei denn, Susu, ihr Ninja-Dorf ist ja praktisch in diesem Wald, also müsste sie sich ja auskennen. Ey, bitte, Susu, teleportiere mich direkt dahin, ne? Also, das wäre mehr als unfair, wenn ich da durchlaufen muss. Wo sollen da überhaupt tote Bäume gewesen sein? Aber Moment mal, Emma darf da doch gar nicht hin. Sie ist eine Halbelfe.